Ekran! Ekran, een jeblich op, aus waren waren. Ekran! En ik lood die aan met ons toogteranen. Hier wel wie een gouden titan en door wie God kan leren. Welkom, lieve vriend. Welkom te het programma Ekran. Dankjewel dat u van de oude wie bent, dat u die radio aan je schuld hebt, waar hem YouTube bent. Ook dankjewel Romeo dat u van deze aanloding aangenomen hebt. We zijn hier in Chaco, Paraguay. In het studio van Exalta Jesus. Die noem is Romeo Chela. Kost u mijn verstaan? Ja, dat is al gezegd worden. Ik zie Romeo Chela. En ik zie hier van Loma Plata, van Chaco. En ik geloof dat het wichtigste wat man over mij weet maakt, is dat ik zijn muziek leeg daar. En boer allem dat ik een grote life heb voor mijn hemelse voeder. Ja, dat zet men ook van weten bereid op dat zo is. Voor die wat Romeo niet kennen, vielleicht heb je allemaal een paar leider van die je hier op YouTube ergens. Maar ergens hebben we een christelijke radio. En een van dat is die laatste stem. Zo, dat is dat leid wat we van jou reden willen. Een woord dat in dit leid zegt, dat is een rap leid. En we hebben dat leid mal hartje, wat dat in die laatste stem zegt. En nu dat leid wat we dan darüber reden. Yo, in meine Nicht, nanne so mich, aber wat ik zie, es wird ganz andret. Ich bin, ich hab Meinung gefallen, ich hab Menschen, mein höchster Städt, aber viel interessantere. Und in anderen Glück hat kein Allein aus, der wird all dir leicht ass. Und wenn du weißt, dann nimm die bitte zu Worte, alles wird leicht sein. Du wollt hier erst einmal nach Leben, vielleicht sind die Stunde all dir Tal, bye bye. Vielleicht ist es deine letzte Stunde, Maria ist die Gwannig für Sprache. Stantia, in jouw andere metura, in dieren het fijn, in hecht je het lijn, en je stromer in novia, en je ratert je pluda, en een blindje je kruin, en je ratert in dreun, du best is verblind, van deel eruit, Mario deed, zij maar mijn vriend, is die dien leven werkelijkheid, wat van de Eva Maria af, juist met oedmen, dan worst je met ladje, hengt per god zien klein stoelen, die met jelden niks met macht, tot die zonde betoelen, met allemaal zitten de waarheid in die koe met het troelen, we wat die, dat doe ik dan goene. De engel in mijn buurt, de zet dat als een typ van leven. Met vrienden die over reis, des, wie noemen de weinige schreven. De engel checkt die on en zegt, als wat ben je waard. Waar is die een schlechte wee, hast du den zelfs ik je laagst, du läufst in Bayer. En wat bist Emma Meyer, om welke engel ik het pas rond wat loon. En een nacht om zondag voest du waard, als is een helle te tjoik. Die leven lang, kijk je zu, wat war denn die zoik? Vleeg, es dit, die laatste stund. Maria is die gewoon versproken. Die, aber was du bist, es ist euer für Meier. Und nimmer deine Bibel und lese nicht du Petrus Kapitel Feuer. Falsch treu, was viel. Dort alle Lebens hängen ja die, du leist von der Pornografie. Dein TV, nicht den Computer, du bist. Musst du beweisen, dass Jesus Christus lebt in die. Allein der Blick von Jesus Christus merkt die nie. Jesus Christus merkt die nie. Yo, in meinen Nied, nein, es ist die. Aber was du bist, es ist euer für Meier. Okay. Wir sehen dort nicht, Jesus wacht auf dich. So, dann gehen wir nun wieder. Wir haben das Leute hier deine letzte Stunde. Sehr schönes Leute, Romeo. Fan geschrieben, weil wir sagen, ganz direkt, dort ist es eine Pitch. Aber ab einer sehr feine Weich. Gott, ich glaube, Gott hat die Devil gegeben. Was kostet ihr das Leute in general sein? Wenn ich mal selbst von mir sage, was das Leute für mich bedeutet, erstens mal drei Gründe, warum das Stil Rap? Was mir sage, gefällt davon, ist, ich kann sehr viel Wert in einem Leute nennen,
En mij spreekt zich dat allemaal zo, jeder Leut für sich als eine Predigt. En dat had ik geprobeerd met diesem Leut verdeeld te brengen. En wat dat Leut für mij persoonlijk bedeutet, dat is einfach das Abrieb. Ik zie abgewassen in eine Familie, wo mijn Paar was een Evangelist. Viele Menschen allemaal, dat wordt Gottes predigen. En besonders abrieb te de Bekehrung. En wanneer ik zit over nu denk, over mijn Vergangenheit en wo ik nu zie, en wie Gott mir uitgeraad heeft uit de Diensternis, dan denk ik, drie van de momenten wo ik nog verloren wie. En eens einer van die momenten had kunnen mijn laatste stand zijn. Also, wanneer ik dat Leut schreef, dat ik dat im Sinn gehad, also, is mij de Radung wirklich wichtig. En is mij dat ook wichtig, dat andere de Radung van Jesus Christus annehmen kunnen. En du denk, is dat een Stunde, die laatste stand. Jesus, du sagst, jeder Moment kann deine letzte Stunde sein. Und das meditiert erst ein Leid, wo du bist ja noch jung und Jugendlicher noch nicht befriedigt. Ich glaube, du hast auch besonders schon Jugendliche gedacht, als du das Leid geschrieben hast. Ganz genau. Und Sachen, wo Jugendliche filmen und gefallen wurden. Wo sitzt die Welt von der ersten Tag, die Jugend? Was mögt ihr das schreiben, ist das? Also, ik probeer niet waar ik in een andere economie in het leven te kijken. En in mijn leven heb ik zoveel slechte gedaan. Ik zie van God waar je was. Ik heb mijn realiteit gedreht. En hij heeft mij eenmaal waar een life tree getrokken in zich. En wat mij zo wichtig is einfach deze schreed wat ik heb kunt in mijn leven merken. Schreed wat niet geld wäre, maar wo ik mijn trekje de wie ich was ich gelehrt habe. Und das ist besonders schön, gerade in dieser Zeit, wo ich würde sagen, von 13 Jahren angefangen an, bei 18 Jahren an dem Schritt, da habe ich vieles erlebt, was mein jährliches Leben schuldig bedeutet, aber was ich, wenn ich trägliche Desire kann, Gott hat mich dadurch was gelehrt. Und das sind gerade all diese Dinge, was wie es Jugend zu verkaufen mit zu kämpfen habe. Also das angenehme Sinne von einem Freund und du darfst dort deine, wo die Welt will, und steht dort, wo Gott. Den Bayer läufst du so sagen, ja. Eine schmackere Novia, eine schmackere Stanze, ich weiß nicht, was du kriegst. Ja. Sehr viele Sachen, die du in der Nähe sagst, kriegst. Und das ist so ein Phänomen Sache. Du sagst, eine steht wie Saal 1. Petrus, was sagt das? 1. Petrus Kapitel 4, Vers 3, Bad 5. Von was redet in diesem Text? In diesem Text, der Text an für sich, der ist noch viel direkter aus meinen Leuten. Du redet von, dort alle Leben, dort soll wie Hänge ans Loten. Wir sollen nicht Träger du haben. Also, wenn Gott uns in seinem Licht gebracht hat, dann soll wir in dem Licht leben. Und dort all die Dinge, was wir in dem alten Leben deuten, also der Fleischeslast und all diese Dinge, auch besonders die Dinge, wo wir als Jugend so viel jeden Tag mit konfrontiert wurden, der soll wie Hänge ans Lote und wir sollen einfach an die Uhr ab Gott gerecht haben. Wenn ich das sei, und das sagst du auch, an die Freund, der war mit einmal unverharrte Stunde. Mensch, das ist ja nicht anders. Als wie dem von Verhältnis. Und das wurde du sagst, dass auch klar war, jene Freund, vielleicht sogar Sparte und Lache über jemand, dass die Jesus dort leben. Aber die sind nicht mehr in dort leben werden. Die sind nicht mit Jesus Christus. Wow, für mich, das erste Mal, was ich das Leid hier habe, ich mal tauschte und ich habe diesen Bibeltext nicht gelesen, wenn du sagst, dass in deinem Leid lese, 1. Petrus 4, Vers 3, Vers 5. Ich habe das schon mal gelesen, aber das Ganze, was du sagst, und ich lasse das nicht, wie das Programm anfangen, lasse ich das. Das Ganze ist im Leid zu hören. Wenn man sagt, du hast wirklich dort die Nähe gekriegt, eine Predigt von diesem Text gemerkt. Und das war ich so bewundert von dem Leid. Und mir redet Leute sehr, sehr an, ich sehe Jugendliche in Bolivien. Und wir haben sogar eine Jugendstunde gemerkt über das Leid. So, und dass wir so schön, wo Gott redet durch diese Jugendstunde. So, ich finde das immer gut, wenn Jugendliche, wenn junge Menschen zu anderen, zu eher einem Menschen reden. Wenn du hast einen Allah und wenn du davon redest, als wenn dort direkt noch ein Kommunist, wenn dort nur ein 60-Jähriger
predige erst irgendwo dann, weil die Jugendlichen sagen, na, da weiß ich besaus nicht, was du sagst. In Wirklichkeit weiß das hast ich auch schon sehr gut, was du sagst. Ja. Aber die Jugendlichen denken dann so, das ist nicht für mich wichtig. Und, ja. Und da, wenn es sagt, das ist, was sehr erscheint. Was kannst du dir Tauchira sagen? Was wirst du erreichen wollen mit den Leuten? Also, Nummer eins würde ich glauben, als in Betracht nehmen, dass ans Leben das ist nicht in unsere Hände. Das Licht in Gott seine Hände. Das kann zu jedem Moment sein, wo uns das für der ist. Und deswegen, das Leute als ein Abruf, dass wir jeden Tag so leben, dass wir durchsichtig sind. In dem Sinn, durchsichtig, dass du nichts in uns verstärken ist, was uns hindern kann, an dem Tag, wo wir alle für Jesus Christus stehen. Sie, in Wort, wo du jetzt hast du mir fair wie Anfang hast du gesagt, dass du irgendwo beim Filmen was extra wie irgendwas Besonderes, was ist dort? Das ist gerade wie Leute bei dem Video merken, dem Musikvideo für das Leute, hat wie eine steht, habe ich ein Feuerruder und der Charakter, was in dem Video ist, der keult mit dem Raum. Und was ich da wie beim Video merke, wie dass der Feuerruder, der soll bei der Kamera vorbei. Dann soll der Stoffwald sein. Und dann, wenn der Stoffwald vorbei wird, dann die nächste Szene wird einfach sein, wenn der Feuerruder besiegt wird. Und wird er dann ewig geschüttet wird mit dem Feuerruder. Was passiert da, aus wie das Film, das erste Mal, dann, aus der Feuerruder vorbei ist bei der Kamera, und der Stoff, der kommt nachher, und du sitzt in der Hörgnerschmeier. Aber dann mit einmal sah wie ein Hänger kommt, dass du fangst sich an Bäumen zu bewegen. Und wie checkt er dann sah wie, dass wir wirklich immer geschoten beim Filmen. Und wir rannten dann Schwimmbad durch, der Feuerruder, der lag ab dem Buhr. Und er kauft den Feuerruder rauf. Und dann stand er ab. Und als er abstand, dann kriegt er eine Schlange weg. Und dann hat er ab eine Schlange gelegt. Wir sind eine rotbunte Schlange. Das sind giftige Schlangen. Hat er ab der Lehe. Und das stand ab, haben wir nichts passiert. In ganz paar kleinen Schrauben hat er, aber haben wir eigentlich nichts passiert. Und als ich dann von da steht, als wir das vor dir gefilmt haben, als ich von dir in den Haus fuhr, dann überlege ich, das heute könnte die letzte Stunde sein. Und das redet mich wirklich sehr deep an. Ja, das ist das, wann. Und dann, dass du noch eine Schlange wie nach auswählen und das Ganze nach ein Euer Milch. Interessant, wo das Leid zu sein, den Videoclip zu sein, wenn du noch nicht gesehen hast, dann geh in YouTube nennen und check den Videoclip und hörst nur den Mensage. Dankeschön, Romeo, von dir, für das hier dabei sein. Mach Gott dich wiedersehen und was immer du das. Und schrie wieder seine Leute. Dankeschön. Und die Leute hier, mach Gott dich auch sehen. Auch dort das meine Sache von den Leuten können deep in dein Hort kommen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Auto bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591-7788-4479 oder schreib uns im Facebook oder in E-Mail nur ekran@gmail.com.